Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns jetzt heute aufmachen möchten, um wieder runter... geht die das nicht runter? Hallo? Sie möchte nicht mehr. Achso, hier ist die Treppe gewesen, oder? Ja, du darfst gerne drumherum gehen. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, die Treppe war auf der anderen Seite. Dass wir wieder runtergehen zu... Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es unser Freund Oscar war oder einer, der jetzt genauso aussah. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es wirklich der Oscar war, von dem die ganze Zeit die Rede war. Keine Ahnung, worum es da ging, aber... Ja, vielleicht war es auch einfach nur dieselbe Modellnummer. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber dieses Geheimnis werden wir hoffentlich heute in der Folge lösen. So, das war hier unten und am Strand. Nein, du sollst zu ihm gehen, nicht woanders hin. So, wir haben in der letzten Folge nämlich einen Schlüssel bekommen von der guten Frau, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. So. Schauen wir doch mal direkt, ob wir den dann auch hier benutzen können. Oscar, ich kann es nicht glauben. Kate Walker. Hallo, Kate Walker. Sind wir bereit? Können wir jetzt los? Haben Sie die Sprungfeder des Zugs wieder eingebaut? Und Herr Hans Vorarlberg, ist er an Bord? Es gibt keinen Zug mehr, Oscar. Und auch keinen Hans Vorarlberg mehr. Wie bitte? Und Sie sollten eigentlich auch tot sein. Ich habe Ihr Herz einem anderen Modell eingebaut. Das ist wie Sie. Und es scheint zu funktionieren. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Oscar. Ist alles in Ordnung, Oscar? Ich glaube schon, Kate Walker. Nach allem, was ich weiß, wurde ich nicht für Seelenqualen programmiert. Ich schätze nicht. Aber Oscar, Sie waren immer sehr talentiert. Dieser neue Körper ist sehr reparaturbedürftig. Jedes Gelenk ist von osteoarthritischem Rost befallen. Oscar, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich, Kate Walker. Das ist meine Funktion. Okay. Ja, je mehr er weiß, umso besser kann er uns vermutlich helfen. Kate Walker? Ich begleite die Yukol auf ihrer großen Reise. Sie haben mich gefunden, als ich im Sterben lag und mich in der Nähe eines Flusses im Westen Siberias bei sich aufgenommen. Sie begleiten den Zug der Schneestraußen in die Heiligen Lande, wo diese sich fortpflanzen. Wir werden von fanatischen Soldaten verfolgt, die die Yukol dorthin zurückschicken wollen, wo sie herkommen. Und sie wollen mich auch noch den amerikanischen Behörden ausliefern. Ich werde aller möglichen Vergehen bezichtigt, die ich nicht begangen habe. Die Yukol, ein primitives Nomadenvolk im fernen Norden, das in Symbiose mit großen Herden von Struthio Nivis, gemeinhin bekannt als Schneestraußen, zusammenlebt. Das fasst es ganz gut zusammen. Kate Walker, amerikanische Umstürzlerin, intellektuell und politisch instabil. Lässt sich von Umständen und Begegnungen beeinflussen, trotz fraglos vorhandener Charakterstärke. Das trifft wohl zu, wenn auch stark verkürzt. Gut. Wie kann ich Ihnen helfen, Kate Walker? Wir sitzen hier in einem verstrahlten Gebiet fest und müssen so schnell wie möglich weg, um unseren Verfolgern zu entgehen. Aber die Yukol und ihre Herde sind in dem Schiff eingesperrt, das uns an diesen vergifteten Strand gebracht hat. Wir müssen die Kristall aus dem Sand herausziehen und die hintere Luke freimachen, damit die Strauße raus können. Auf der Brücke dort drüben ist ein Fahrzeug, das wir benutzen können, aber es sieht aus, als könnte nur ein Automat es fahren. Ich helfe Ihnen gern, solange dieser abgenutzte Körper es aushält.
Wir kriegen das schon hin, Oscar. Vertrauen Sie mir. Nun, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen, Kate Walker. Aber... Kate Walker, meine Kleider! Ich habe keine Kleider an! Was? Oscar, die Yukol und ich haben schon ganz anderes gesehen. Wir halten das schon aus. Nein, nein und nochmals nein, Kate Walker. Es kommt nicht in Frage, dass ich so unbedeckt herumspaziere. Meine mechanische Intimsphäre wird von Industriepatenten geschützt, die den Fortbestand der Vorarlberg-Produktion sicherstellen. Ich brauche Kleidung, so ist das nun einmal. Oscar, bitte. Es hat keinen Zweck, Kate Walker. Ohne anständige Bekleidung bewege ich mich hier nicht mehr. Schon gut, schon gut. Ich besorge Ihnen Kleider. Ja, wo soll ich jetzt hier in dieser Einöde Kleider herbekommen? Ach so, ja, die Frau hatte doch einen Kleiderschrank. Moment. Schauen wir da doch mal nach. Ja, komm. Ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, Moment, wo ist denn das gewesen? Ich konnte... Hier war die Tür. Nee, das war hier am Anfang, ne? Da war doch rechts so eine Treppe. Oh Gott, 2 Tage mal nicht gespielt und ich weiß schon wieder gar nichts mehr, was wo war. Schrecklich, das ist wirklich schrecklich. Okay, genau, da kommen wir nämlich jetzt hoch. So, da müssen wir jetzt hier wieder rein. Och, das ist wieder alles so... Nicht kompliziert, aber sehr umständlich. Aber gut, wir haben der guten Frau ja auch versprochen, dass wir, dass wir diesen Schlüssel wieder zurückgeben. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie war das jetzt? Ich muss das aufdrehen, aber andersrum. So, dann 15 und 25 waren es, glaube ich. Das kann ich mir dann merken, so Zahlenkombinationen oder so. Aber komischerweise, welchen Weg ich entlang gehen muss, solche Sachen kann ich mir dann wieder nicht merken, über ein paar Tage verteilt. So, dann lassen wir den jetzt los. Eine schöne Reise durch den Vergnügungspark. Genau, Station Nummer 1. Nehmen wir das raus. Ich hatte gerade einen kurzen Moment irgendwie ein schlechtes Gefühl, als ob wir hier vorbeifahren. Aber okay, es hat doch geklappt. So, wo ging das jetzt? Hier, glaube ich, runter, ne? Die Frage ist nur, wie kam ich jetzt wieder zu der Frau? Katrin? Kathrin? Keine Ahnung. Ah, den Hund höre ich schon mal. Moment, das war, wenn, dann aber hier die Treppe runter, oder? Genau, und dann nach oben. Genau, so war das. Nee, du sollst zur Tür. Boah, das Viech liegt immer noch hier. Ich kann nicht, meine Süße, gehen hier. Ach. Unsere Liebe ist unmöglich. Oh, Lachen. Warum? Warum wird das Leben uns voneinander verlassen? Das Leben ist nicht schuld, mein Täubchen. Es sind unsere Familien. Was ist hier los? Ich lache nicht so, dass du so hier mit Tatjana gezwungen hast. Wenn ich nur daran denke, dass du mit ihr zusammen bist. Oh, das bringt mich um. Genauso wie wenn ich Jori heiraten müsste. So, sehr traurige Geschichte, Frau Catwalk. Piotr und Genia, knutsch, knutsch, lieb.
Aber Familienversprechen, Tatjana und Juri kriegen Geld von Großonkel Josef, der... Finden Sie wirklich, das ist die richtige Zeit, um kitschige Seifenopern anzuschauen? Wir müssen den Eingang freimachen, bevor Olga und der Oberst hier ankommen. Ja, ja. Jukol gehen zurück, Raben. Wir können nichts tun, meine süße Genia. Wir müssen uns einfach in unser Schicksal fügen und versuchen, tugendhaft zu leben. Wir müssen uns nicht aufgeben. Vielleicht... vielleicht, wenn Tatjana und Juri etwas zustieße. Ein Brot von dem Reaktor zum Beispiel. Genia, du meinst doch nicht wirklich... Okay, die Animation war gerade ein bisschen seltsam, weil sie gerade mit dem, wieso geht jetzt wieder raus, mit den Beinen voll drin gehangen hat in der Couch. Nein, hier, schön hier drin bleiben. Katharina? Ah, sie schon wieder. Ja, ich wollte den Schlüssel zurückgeben. Hier ist Ihr Schlüssel. Danke nochmal. Was brauchen Sie denn? Kleider. Für Oskar. Meinen Freund, den Automaten. Wissen Sie, für einen Automaten ist er echt prüde. Ich finde Ihre Geschichte sehr obskur. Wie auch immer, da drüben im Schrank sind Andres Sachen. Hiermit können Sie sie öffnen. Aber nehmen Sie nicht mehr, als Sie brauchen, ja? Ich hänge noch an diesen ganzen Sachen. Sie sind Andenken. Okay, umso netter ist es natürlich von ihr, dass sie uns den Schlüssel gibt. Wäre jetzt nur schön, wenn wir auch zum Schrank kommen würden und nicht immer so komische Perspektiven hier hätten. Einen Schlüssel soll man bekommen haben. Da. Jetzt passt der nicht, oder wie? Doch. Kate Walker! Ich habe doch gesagt, ich komme zurück, Oskar. Hatten Sie keine Lust mehr, auf mich zu warten? Je schneller ich anständig gekleidet bin, desto besser. Auf dem Weg zu Ihnen kam ich an einer Gruppe haariger und sehr unhöflicher kleiner Leute vorbei. Die Spötteleien, denen ich ausgesetzt war, möchte ich hier nicht wiederholen. Denken Sie sich nichts dabei. Hier, sehen Sie im Kleiderschrank nach. Die Kleider sollten Ihnen passen. Wie sehe ich aus, Kate Walker? Steht Ihnen sehr gut, Oskar. Perfekt. Danke, Kate Walker. Jetzt sagen Sie mir bitte mehr über das Fahrzeug, das ich fahren soll. Er ist auf dem Pier bei unserem Schiff. Der Kristall. Dann treffen wir uns dort, Kate Walker. Großartig. Bis bald, Oskar. So, treffen Sie Oskar auf dem Pier. Okay, dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Ich denke mal, wir haben den Schlüssel jetzt dran gelassen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir den jetzt nochmal abgeben müssen. Was mich jetzt mal interessieren würde, die haben davon gesprochen, dass die irgendeinen Tunnel am Ausbuddeln sind. Oh, ich kann nicht gerade laufen, Mann. Nee, also mit Doppelklick ist doch besser. Dann läuft sie zumindest einigermaßen gerade. Ich weiß nicht, ob der Tunnel von hier aus eventuell begehbar ist. Also, dass wir jetzt vielleicht was Neues machen können. Wir hatten uns ja hier... Ach so, hier war ja nichts, genau. Wir hatten uns ja hier in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angeguckt. Da sind wir ja in eine Sackgasse, glaube ich, reingelaufen. Ich glaube, die war dann hier oben. Kann das sein? Jetzt geht hier gar nichts mehr. Hallo, du sollst die Treppen hochgehen. Sagen, jetzt will sie sich gar nicht mehr bewegen hier. So, ah, gucke mal, da stehen unsere Freunde ja. Haha. Kirk, was um alles in der Welt machst du da? Also, ich, Lass mich raten, die anderen Jukol haben dir von der Seifenoper erzählt, die Katharina sich anschaut? Nein, nein.
Dann bist du natürlich keinesfalls hier, um sie dir anzusehen, oder? Ein großer spiritueller Führer wie du könnte solchen Albernheiten doch nichts abgewinnen. Natürlich nicht, Kate Walker. Also wolltest du gerade zurück zu deinem Stamm gehen und nachsehen, ob alles gut läuft? Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt wirklich los. Bis bald, Kate Walker. Aha. So. Können wir da jetzt auch durch? Weil er ist ja jetzt auch hier durchgelaufen. Na, hallo. Nein, nicht mit denen sprechen. Wir kommen voran. Aber es reicht noch nicht, um die Schrauße herauszuholen. Okay, na gut. Aber wir können hier irgendwo hin. Ach Moment, das kommt mir doch so bekannt vor. Sind wir da nicht gestern auch durchgelaufen? Ja, genau. Wir haben jetzt eine Abkürzung. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Jetzt muss ich nur mal die Orientierung noch behalten. Also, wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zum Schiff, denke ich mal. Ach Mädel, geh doch einfach mal bis zum Ende vom Weg. Das ist viel einfacher. So. Ja, das Problem ist natürlich, je länger die Wege sind, umso weniger können wir machen, weil wir irgendwie immer nur am Hin- und Herrennen sind. Also, ich hoffe mal, dass wir ihn wirklich auf dem Schiff treffen können. Ich bin noch gerade am Überlegen, wie wir jetzt da hinkommen. Ich glaube, von hier links, ne? Was macht der da die ganze Zeit? Sind die sich da die ganze Zeit am Fangen gegenseitig, oder? So, ich sehe ihn aber zumindest von außen. Och, geh doch einfach da durch. Sehe ich ihn noch nicht? Nein, nicht rausgehen. Überlegen, warum hat das jetzt gerade so komisch gehakt? Ja, ist der jetzt hier irgendwo auf dem Schiff drauf? Oder wo ist er jetzt? Ich kann ihn nämlich jetzt nicht sehen. Oder müssen wir nachher wirklich... Aber wir haben ja gesagt, dass wir uns auf ein Schiff mit ihm treffen müssen. Treffen Sie Oscar auf dem Pier, nicht auf dem Schiff. Hä, aber da stand er doch jetzt gerade gar nicht. Moment. Nee, hier steht er nicht. Und hier ist der Pier. Ach, oder sitzt er jetzt hier drin? Ah, Kate Walker. Was soll ich tun? Sie haben sich ausgezogen. Ernsthaft jetzt? Wie gut, dass wir diese Kleider für Sie gefunden haben. Es ist alles eine Frage der Nuancen und der Umstände, Kate Walker. Natürlich. Wie dumm von mir. Es ist ein Unterschied, ob man ohne Kleider herumläuft oder ob man aus gutem Grund die mechanische Muskulatur eines eisernen Arbeiterkörpers entblößen muss. Ich erwarte Ihre Anordnung, Kate Walker. Sie müssen mit Hilfe dieses Fahrzeugs die Kristalle auf den Strand schleppen. Glauben Sie, Sie schaffen das? Ich war der Fahrer des Vorarlbergzugs, Kate Walker. Diesen Traktor zu fahren ist ein leichtes für mich. Ich brauche nur etwas Hilfe, um diesen Auftrag auszuführen. Was brauchen Sie? Zuerst müssen Sie die Kristalle am Traktor festmachen. Okay, Oscar. Und dann? Solange dieser Traktor keinen Strom hat, kann ich nichts tun. Gut, ich versuche den Strom im Park wieder anzuschalten. Seien Sie vorsichtig, Kate Walker. Lebewesen können bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Komponenten schweren körperlichen Schaden nehmen. Gut, dass Sie mich daran erinnern, Oscar. Okay, also jetzt müssen wir ihm auch noch helfen, die Kristalle abzuschleppen. Ist ja an sich alles kein Thema, hoffe ich zumindest. Aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir hier erstmal so einen kleinen Cut machen und dass wir den nächsten Teil dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann!
Ciao.